Das ist eines der größten Probleme, die momentan auf uns zukommt. Die große Herausforderung sind die Speichersysteme. Es ist total spannend, den Blick mal zu weiten auf all die Chancen. All Electric Society. The All Electric Society. The All Electric Society. Das ist sicherlich ein sehr visionäres Bild, alles sozusagen zu elektrifizieren, aber wir müssen dahin. Die All Electric Society bedeutet für mich in erster Linie, dass wir sehr viel nachhaltiger unseren jetzigen Lebensstandard weiterführen können oder sogar noch verbessern können. Die All Electric Society ist wichtig, das kriegt, glaube ich, jeder mit. Die Umwelt reagiert. Wir haben einfach ein Klimaproblem, wir haben ein Energieproblem. Das hat jetzt nicht nur mit der Umwelt was zu tun. Und für meine Begriffe ist die All Electric Society wirklich ein extrem guter Lösungsansatz, der uns eben auf Basis von erneuerbaren Energien auf den Weg bringen wird, diese Probleme zu bekämpfen und derer Herr zu werden. Alles hängt mit allem zusammen und das ist am besten zu lösen über wirklich Elektrifizierung von allem und Sektorenkopplung. Also ich bin erstmal ein bisschen kritisch bei der All Electric Society zu sagen, dass das CO2-neutral ist. Grundsätzlich denke ich aber auch, dass wir uns entwickeln müssen zu einer All-Electric Society. Ich denke, dass es in den letzten Jahrzehnten zunehmend zu einer Hochspezialisierung gekommen ist und dass es jetzt in den nächsten Jahren mehr darum gehen wird, das wieder zusammenzubringen und ganzheitlicher zu denken. The problems we are tackling and we are facing today in society are international problems. They don't stop at the boundaries of the countries. Das ganze Thema können wir nur interdisziplinär angehen, also über alle Bereiche, über alle Sektoren und Disziplinen der Technik und Wissenschaft hinweg. In Deutschland sind wir häufig zurückhaltend technikavers oder zumindest innovationsavers und sagen, wofür brauchen wir das, was bringt das, was soll das und so weiter. Das ist also eher eine emotionale Hürde, die wir überwinden müssen. Die Energiewende bietet so viele hervorragende Möglichkeiten. Das heißt nicht Einschränkung, das heißt nicht Verzicht, das heißt neue Technologien anwenden. Und wir können dann mit Energie ganz anders umgehen. Die junge Generation ist da anders. Das ist die Young Generation, die tickt anders, die ist digital groß geworden und die hilft dann auch der älteren Generation mitzunehmen auf der Reise in die Digitalisierung. Und wie gesagt, Digitalisierung ist der Enabler für mehr Nachhaltigkeit. Die große Herausforderung sind die Speichersysteme und deswegen ja auch das Motto unseres diesjährigen Innovation Campus, uns um diese Batteriespeichersysteme mit besonderem Augenmerk einfach nochmal zu kümmern. Wir müssen uns die Frage stellen, ob wir mit unseren privatwirtschaftlich organisierten Standardisierungsbemühungen schnell genug sind, ob wir auf den richtigen Themen zielgerichtet arbeiten. Wenn wir das tun, haben wir etwas in die Waagschale zu werfen. Wenn wir zu langsam sind, besteht immer die Gefahr, dass eine politische Regulierung der inhaltlichen Lösung einfach voranbricht. Die Herausforderung ist einfach, es so zu erklären, dass es jeder versteht und dass jeder auch die Chancen darin erkennt. Also ich glaube zum Beispiel für Unternehmen, die jetzt denken, oh, es kommen so viele neue Regularien und Einschränkungen auf uns zu, es ist total spannend, den Blick mal zu weiten auf all die Chancen, die so eine Transformation mit sich bringt. Das ist eines der größten Probleme, die momentan auf uns zukommt, der Fachkräftemangel, auch im Handwerk. Und auch dafür müssen wir junge Menschen begeistern. Und ich glaube, die Chancen für diese Begeisterung zu erzeugen, die waren nie so gut wie heute. Die Elektrotechnik, unsere Technologie, hat einen einmaligen Purpose bekommen, wie man so schön sagt. Junge Menschen sind für den Fortbestand dessen, was wir tun, unabdingbar. Wir alle werden irgendwann einmal nicht mehr beruflich aktiv sein. Ja, es gibt viele Kolleginnen und Kollegen in der Normung, die auch weit über das 70. Lebensjahr hinaus noch aktiv sind in der Standardisierung, weil sie für ein Thema brennen. Wir reden viel, wir haben viel geplant. Das ist auch wieder typisch der Ingenieursansatz. Das ist gut, eine gute Planung braucht man. Aber letztendlich muss man dann natürlich ins Doing kommen. Das ist ein toller Weg und da sind wir noch am Anfang. Aber wenn wir den Weg weitergehen, dann können wir auch die All Electric Society umsetzen.